Seit Jahren habt ihr mit einem Kollegen ausgemacht, dass ihr mal zusammen ins Fußballstadion geht. Und endlich habt ihr zwei Karten für die Arena ergattert. Und dann überlegt ihr euch zusammen, wie kommt ihr da eigentlich hin? Dann sagt der Kollege, wieso fahren wir denn nicht gleich mit deinem Motorrad? Da sind wir doch am schnellsten dort. Einen Helm habe ich auch. Ihr findet die Idee gut. Und als ihr ihn dann abholen sollt, steht der Kollege mit einem Footballhelm vor euch. Ob ihr ihn so mitnehmen dürft, das klären wir jetzt in diesem Video. Mein Name ist Stefan Miller, ich bin ADAC-Jurist und heute schauen wir uns mal genau an, mit welchen Helmen man eigentlich auf ein Motorrad oder auch auf einen Roller steigen darf. Dafür schauen wir uns am besten mal den aktuellen Wortlaut des § 21 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung an. Da heißt es: Wer Krafträder mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von über 20 km/h führt, sowie auf oder in ihnen mitfährt, muss während der Fahrt einen geeigneten Schutzhelm tragen. Da stellt sich doch dann direkt die Frage, was soll denn bitte ein geeigneter Helm sein? Diese Helmpflicht wurde 1976 erstmals eingeführt. Und damals stand aber eben in dieser Vorschrift, die ich euch in der aktuellen Version gerade vorgelesen habe, nur drinnen, dass man einen Schutzhelm tragen muss. Zunächst war es dann immer mal wieder unklar, was eben eigentlich so ein Schutzhelm sein soll. Und dann hat sich der Verordnungsgeber durchgerungen, den 21 Absatz 2 nochmal umzuformulieren und da eben reinzuschreiben, dass es sich um einen amtlich genehmigten Schutzhelm handeln muss. Also sollten die zugelassenen Helme nach der ECE-Regelung 22 gebaut, geprüft, genehmigt und mit dem nach der ECE-Regelung Nummer 22 vorgeschriebenen Genehmigungszeichen gekennzeichnet sein. Ja, das Problem war aber damals, dass eben die Kontrolle dieser amtlichen Genehmigung ja nur über diesen Aufnäher funktioniert und da hat die Polizei eben Schwierigkeiten gehabt, den aufzufinden oder dann sicherzugehen, dass das auch wirklich der Aufnäher in dem richtigen Helm ist. Und deswegen hat man eben die Norm nochmal umformuliert, so wie ich sie euch vorhin schon vorgelesen habe und da stellt man eben nur noch auf diese Schutzwirkung und zwar zum Führen eines Kraftrades ab. Ja, da stellt sich eben die Frage, was ist denn ein geeigneter Helm? Und klar, alles, was eben nach dieser ECE-Norm geprüft ist und den Aufnäher hat, der ist zulässig. Also zum Beispiel so ein Standard-Integralhelm halt mit festem Kinnteil. Aber da haben wir halt genau das Problem, wenn man hier jetzt in der Kontrolle anfängt zu suchen, dann braucht man ewig, um eben diesen Aufnäher zu finden. Der hier hat aber einen. Dasselbe gilt für sogenannte Modularhelme, also sowas wie der hier. Da kann man nämlich zum Beispiel das Kinnteil abbauen und den dann ganz offen fahren. Das ist genauso zulässig, vor allen Dingen eben, wenn er den Aufnäher hat. Ja, und wenn so einer zulässig ist, dann ist natürlich auch ein solcher zulässig, der überhaupt kein Kinnteil hat. Er braucht eben eine ausreichende Schutzwirkung. Der hier hat aber eben auch so einen ECE-Aufnäher drin. Ja, und da geht es eben weiter. Also auch die ohne Kinnteil sind zulässig und die kann man dann natürlich noch kürzer bauen und dann werden sie irgendwann zu sogenannten Brain Caps, die also nur das Gehirn noch so ein bisschen schützen. Von denen gibt es auch welche mit ausreichender Schutzwirkung, teilweise eben auch mit ECE-Aufnäher drin. Und dann gibt es aber so welche, da ist dann unstreitig, dass das eben nicht mehr ausreichend ist. Das sieht man auch, weil den kann man hier irgendwie schon richtig zusammenbiegen. Also in einen Unfall möchte man mit so einem nicht geraten. Wenn man mit so einem unzulässigen Helm unterwegs ist, dann kann es eben zu einem Verwarnungsgeld führen. Und wenn ihr dann eben euch uneinig seid mit der Polizei und der Bußgeldstelle, ob dieser Helm jetzt eine ausreichende Schutzwirkung hat, dann kann das sogar im Prozess dazu führen, dass man ein Sachverständigengutachten zur Frage dieser Schutzwirkung einholt. Und wenn es dann eben sogar zu einem Unfall kommt und man eben eine Kopfverletzung davonträgt und es hier eben um Schmerzensgeld geht, dann kann es natürlich auch sein, dass die gegnerische Versicherung sagt, da muss mir die aber ein Mitverschulden anrechnen. Zu einem Mitverschulden bei einem Motorradunfall ohne ausreichende Schutzkleidung habe ich euch in diesem Video schon einiges erzählt. Ja, übrigens unabhängig von der Rechtslage in Deutschland solltet ihr natürlich, wenn ihr euch einen neuen Helm kauft, bedenken, dass es in einigen europäischen Ländern, allen voran Italien, aber auch Frankreich, eben die Pflicht gibt, dass der Helm eine ECE-Norm hat. Und das kann eben unabhängig von der Geldbuße sogar dazu führen,
dass man eure Maschine beschlagnahmt, wenn ihr mit dem falschen Helm unterwegs seid. Mehr dazu könnt ihr euch auch noch in diesem Video vom Kollegen Statter anschauen. Ja, jetzt wieder zurück zu dem Kollegen mit dem Footballhelm. Wie gesagt, es geht um eine ausreichende Schutzwirkung bei einem Sturz von einem Motorrad herunter. Deswegen gehen eben nicht zum Beispiel Bauarbeiterhelme und Stahlhelme, aber eben auch nicht sowas wie hier ein Feuerwehrhelm, ein Skihelm, Eishockeyhelm und natürlich erst recht nicht so ein Fahrradhelm. Und deswegen nehmt ihr am besten eben den Kollegen mit dem Footballhelm nicht mit.